Ja, moin, willkommen zurück. Beim letzten Mal haben wir nur einen LKW gekauft und hab den auf meinem anderen Spielstand nochmal ausprobiert, soundtechnisch, ob sich da, wie fast vermutet, motoränderungstechnisch auch der Sound ein bisschen ändert, da der sich doch etwas komisch anhört. Würde sagen, gucken wir nochmal rein. Denn irgendwie gefällt mir der Ton von dem Teil überhaupt nicht. Sie mehr an wie so ein Rennwagen oder sowas. Scheinbücher sind noch an, treib mal aus. So, hört mal. Hört sich irgendwie doch verdammt komisch an. Hört sich mehr an wie so ein PKW oder so, aber nicht wie ein LKW. Deswegen hoffe ich mal, dass ich hier mit 12.000 noch irgendwie in der Garage fahren kann und den mal zu ändern, denn mit einem anderen Motor hört er sich besser an. Weil das auch so sehr laut ist, habe ich hier noch mal ein bisschen runtergedreht, den Regler. Ich hoffe, dass das einigermaßen funktioniert. Gucken wir mal. Also ich suche hier nochmal eine Werkstatt. Mal kurz auf der Karte gucken hier. Wo denn hier in... Nein. Okay, hier drüben fahren wir immer hier rüber. Dann versuche ich damit, ich das irgendwie unkonfiguriert bekomme. Weil ich hab's ausprobiert, hört sich mit einem anderen Motor doch deutlich, deutlich besser an. Dann machen wir mal unsere erste Fahrt mit einem eigenen neuen LKW hier. Pläne haben sich ein bisschen erinnert, wie sie eigentlich vorgesehen waren, aber wie oftmals so ist, kommt es anders als man denkt. Also ich finde den Ton jetzt nicht so toll von dem Teil, wenn ich ganz ehrlich bin. Hört sich nicht wirklich an wie so ein LKW. Vielleicht ist es so ein Originalton von so einem Modell, aber mir gefällt er jetzt nicht so, wenn ich ehrlich bin. Ich bin mitgefahren in meinem Spielstand. Gefällt mir eigentlich das Auto, gefällt mir sogar sehr. Was mir aufgefallen ist durch den Verkehrsspot. Nachts auf der Autobahn ist so gut wie kaum Verkehr und der Verkehr, der da ist, der macht einem das Spurwechseln verdammt einfach. Denn die haben halt Licht und Scheinwerfer an und man sieht halt besser, wenn die hinter einem auf der anderen Spur sind zum Ein- und Ausscheren. Hast du gut den Flieger schaffen hier? Ja. Okay. Wo ist denn hier die Auffahrt? Da. Geld reicht dafür. Da muss ich den Ton runterdrehen und so eine Runde fahren. Dann Motor. Ei, das könnte knapp werden. Ich habe nämlich mal geschaut und zwar. Ach oh Gott, welcher war denn das? Den hatte ich genommen, möchte ich sagen. Kostet uns 7.000, wir haben 12, denn der alte geht in Zahlung. Gott sei Dank. So, müsste sich deutlich geändert haben, passt mal auf. Also alleine im Standgeräusch ist es schon angenehmer. Hört er? Hört der so richtig kernig an. Habe ich mir nicht mehr vorgestellt. Von außen ungefähr so. Okay, Getriebeübersetzung ist so ein bisschen komisch irgendwie. Also rückwärts fahren ist definitiv sehr überschaubar. Gerade mit Anhänger an der Rampe rückwärts ranfahren, da könnt ihr definitiv nicht so schnell fahren. Vorwärts. Der Ton ist in Ordnung so. Last funktioniert das. So, ich gucke gar nicht lange großartig rum, sondern
Verdiene Geld mit deiner eigenen Zugmaschine. Denn der Kredit muss abbezahlt werden, bevor die erste Rate fällig wird und wir nachher irgendwie voll in den Miesen rutschen hier. Von Innsbruck. Haben wir noch irgendwas Kürzeres? Von Frankfurt am Main. Stimmt. Jetzt müssen wir standorttechnisch. So, genau. Jetzt können wir nicht mehr einfach irgendeinen Auftrag wählen, sondern wir müssen da in der Stadt, wo wir gerade vor Ort sind, gucken, was gibt es da vor Ort für Aufträge in andere Ortschaften. Da haben wir hier 4 Stunden. Irgendwas so um die 200 Kilometer rum. Pass auf, ich nehme mal den hier. So. Der Motor hier hat ein bisschen weniger Leistung, aber spielt das nicht groß die Geige, denn das Ding fährt trotzdem. Für einen alten LKW, finde ich, haben sie die Physik echt gut gemacht. Der fährt verdammt gut. Ich habe auch vor, den so ein bisschen wie aus dem Film Convoy zu machen, in schwarz. Wie gesagt, hier fehlt leider die Schlafkabine hinten dran. Der Rest ist aber alles möglich. Ja, so war jedenfalls mein Plan. Solange bis wir ein anderes Level haben und mir einen anderen LKW gefällt, den ich dann haben möchte, dann nehmen wir den natürlich in Zahlung. Glaube ich. Weil zum Anfang werden wir noch nicht so viel Geld haben. Und ich möchte jetzt hier auch nicht 10, 12 Folgen immer mit demselben LKW durch die Gegend mähen, sondern ein bisschen Abwechslung haben. Besonderheit hier bei dem: Am Getriebe gibt es keinen Retarder. Das heißt, der bremst nicht selbstständig. Wenn bergab geht, Tempomat ist eingeschalten und der rollt schneller, weil bergab geht, dann rollt er halt richtig schnell, weil bergab geht. Muss man dann selbst bremsen oder halt rollen lassen in der Hoffnung, damit die nächste Steigung dann wieder abbremst und dann keine Polizei kommt und dann wieder einen Strafzettel für zu schnell fahren gibt oder eine Blitzerbrücke oder so. Also, probiert habe, ein Glück gehabt. Aber ich habe festgestellt, hier in der Aufnahme, da ist doch eigentlich möglich. Wir fahren Gabelstapler 11 Tonnen. Dann nehmen wir den mal. Wenn da 4 Gabelstapler draufstehen, könnte das vielleicht gewichtstechnisch mit 11 Tonnen schon bald hinkommen. Der Trailer, der kannst du mit, na, 73 Tonnen, vielleicht auch ein bisschen mehr. Obwohl, ist auch wieder zu wenig. So ein Stapler kannst du locker mit 2 Tonnen rechnen. Wenn du da 4 Stück hast, 2, 4, 6, 8. Ist da nur 3 Tonnen für den Trailer? Naja, vielleicht doch. Vielleicht kommt das hin. Bin beim anderen Spielstand letztes Mal mit Mehl gefahren, also Mehlsäcke. Das waren 20 Tonnen auf dem normalen Plan-Trailer verteilt. Das fand ich sehr realistisch, also das war schon in Ordnung. Mal passt das nicht so. Denn hier geht los, unsere erste Fahrt mit dem LKW, um Geld zu verdienen, also mit dem eigenen LKW. Vielleicht nehme ich die nur wieder in Zahlung irgendwann. Dann fahren wir wieder als Angestellten weiter und vielleicht mehr Geld zu verdienen für einen anderen Fahrzeug. Aber mal gucken, da lasse ich mir noch alle Möglichkeiten offen. Leerlaufgeräusch, die fällt mir auch bei dem, muss ich ganz ehrlich sagen. So wie der Innenraum. Einfach voll, einfach, alt, simpel, aber irgendwie auch geil. Irgendwie mag ich das. Das war völlig was anderes als die modernen Dinger. Ja. Also wer hier guckt, muss da jetzt wohl durch.
jetzt wie 3, 4, 5 Folgen. Aber ich denke mal, es war verkraftbar. Wir fahren morgens um 4. Dann fahren wir schön im Sonnenaufgang drin. Ah, das wird toll. Da mag ich die Lichteffekte in dem Spiel. Die mag ich da sehr. Hier ist im Kreisverkehr nicht los. Ich grüße ich auch sehr. Die Druckluftbremse, die Soundeffekte, wenn man hier bremst, bei dem, den haben sie auch echt gut gemacht. Hier bei hoch, da knetet er jetzt schön. Aber wenn er erstmal rollt, dann rollt er. Dann fährt der Ding. Ich hab da in dem anderen Spielstand einen Planoflieger hinter. Da macht er seinen Job vernünftig. Beschleunigung her, jetzt nicht ein Weltwunder, aber es ist halt eine alte Karre. Wenn er seine Geschwindigkeit hat, dann hat er die und dann behält er die eigentlich auch recht gut. Ja, und das meinte ich, um die Uhrzeit ist die Straße so schön leer, da hast du keinen Stress mit irgendwelchem Verkehr und Staus und... Den hört man aus den Turbolader pfeifen. Hier im Rückspiegel, wenn man guckt, leer, nicht ein Auto. Doch jetzt sind da die Lampen angegangen bei ihm, aber. Ach, so ist es schön. Und jetzt fängt langsam die Dämmerung an, hier um 4:30 Uhr morgens. Jetzt wird es langsam ein bisschen heller. Wird es schön. Schon 90 mit dem Ding. Ich bin leider keine Tempomat-Anzeige, weil der hat ja echt bloß Drehzahl und Geschwindigkeit und den Wart. Und hier heißt es auch mit dem Teil echt viel Schwung mitnehmen, wenn funktioniert. Und die Kurven berghoch, ein bisschen vorausschauend fahren, wenn irgendwo eine Steigung kommt oder wie eine Wende nach oben, wo ein Berg auf jeden Schwung mitnehmen. Aber die Bremse, die rupft dann schon drin bei dem Teil hier. Und da sollte man nicht doch lieber vermeiden, zu stark zu bremsen, sondern lieber ein bisschen rollen lassen. Und da kommt man schneller irgendwo lang. So, hier kommt gleich eine Blitzerbrücke. Aufpassen, weil die erwähnt hat, mit bergab. Die Geschwindigkeit zu hoch, da geht Retarder, keine automatische Geschwindigkeitsregelung. Aber da schafft die 80 nicht mehr jetzt hier, doch jetzt geht bergab. Ich bleibe jetzt mal auf dem Gas ohne Tempomat. Also wenn er läuft, dann läuft er. Mit 92. Nur Schiss, damit er bald zu laut ist von dem Motorgeräusche, wenn wir hier mit 84 Tempomat fahren, sind im Hintergrund einfach zu laut ist. Wenn ich muss ich den Regler noch ein bisschen runterdrehen. Momentan sieht die ganz gut aus. So, und schon Kaffee, dann haben wir noch ein bisschen was vor uns hier. Ich hoffe, das Video wird nicht allzu lang, denn der Rückspiegel, ich will gerade wieder links rüber, kommt wieder in die Schissen hier. Ohne Licht, die Polizei ohne Licht hier, kann ja wohl nicht wahr sein. Hier Tagfahrlicht, die setzt er an Neufahrzeuge und die eiern ohne Licht durch die Gegend. Ich glaube, es gibt kaum noch einen, der ohne Licht fährt. Pkw-Modelle hier, die haben sie in dem Spiel echt gut rübergebracht. Also das ist nicht in so ein Einheitsbrei, wo nur drei Modelle rumeiern in verschiedenen Farben, sondern die fahren echt viele verschiedene Modelle rum. Finde ich gut. Das war
Ich muss hier wieder rüber. Der Kollege lässt mir nicht danken. Der war zum Beispiel hier im BMW. Da war mir zu schnell. Da irgendwann also koreanisch oder asiatisch. Da, Seat, Toledo. Also verdammt viele verschiedene Fahrzeughersteller und Marken. Manchmal ein bisschen VW-lastig. Aber fahrt mal auf die Straße, da sieht es ja genauso aus. Verdammt wenig LKWs momentan hier unterwegs, sehe ich gerade. Da drüben kommen jetzt drei, aber. Was mich noch interessiert, durch den Verkehrsmod, ob hier Tageszeiten abhängig mehr oder weniger Volumen auf der Straße unterwegs ist. Zum Beispiel morgens Berufsverkehr um 8 Uhr rum oder um 16 Uhr. Autobahn wieder voll, weil sie alle nach Hause eiern. Das müsste man vielleicht mal beobachten über längeren Zeitraum, ob das so im Spiel enthalten ist oder nicht. Interessant wird schon. Ja, also der Klang von dem Ding, also mir fällt er. Also den Motorgeräusch ist für mich verdammt gut. Wenn ich jetzt alleine spiele, würde ich das ein bisschen lauter machen und einfach schön rumeiern. Gefällt mir. Bei den Canvas, aber da hast du den Turbolader an der Steige noch ein bisschen mehr gehört, wenn der Motor ein bisschen mehr zu ackern bekommen hat, wenn der Ladedruck kam, dann hat er ein bisschen mehr Pfiff. Aber das ist auch ein bisschen ältere Semester, diese Phase hier. Mit Außenansicht wird natürlich massiv laut sein. Da schiebst du den Regler fast im roten Bereich. Probier mal kurz was. Und zwar will ich hier mal. Ich habe jetzt bei Auto die Soundeffekt-Lautstärke ein bisschen runtergedreht. Jetzt will ich nochmal probieren, ob sich das Fahrzeug hoch auswirkt oder nur auf die Nebengeräusche. So, jetzt kribbelt er. Balken vom grünen knapp in den gelben Bereich rum. Ich muss hier noch mal kurz probieren. So. Also auf meine Ohren ist er leiser. Oh ja, doch. Macht sehr viel aus. Alles klar. Gut zu wissen, dann mache ich hier noch mal ein bisschen mehr. Nicht, dass es hier ein Stummfilm wird. Hälfte. Mal gucken. Ah ja, so passt es. Ich denke, so ist es in Ordnung. Es kommt am Leistungsbereich. Nee, schiebt er wieder hoch. Der Kapsch ist damit zu laut und zu nervig für den Hof. Ich mach nochmal ein Ding leiser. So, machen wir auf die erste Viertel. Da sollte das aber gut sein. Ja, so ist es in Ordnung. Denk mal, so kann es bleiben. Außenansicht lauter. Aber in Ansicht ist klar, denke ich. Ja. Schön, schön. Geil wäre natürlich, wenn hier so ein Hall-Effekt im Tunnel wäre. Eine Scheibe runterkurbeln könnte und man das ein bisschen hören würde hier. Wenn man hupt, wenn so ein Echo oder so. Das wäre schon cool. Aber man kann ja halt nicht alle haben. Dafür, dass das Spiel so alt ist, ist es von den Texturen her auch echt vertretbar. Also auch heute noch. Muss ich sagen, für den Simulator schon echt gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie 2012 ausgesehen hat, wo das rauskam. Aber mit dem hier bin ich voll, mit, ist total in Ordnung. Für einen Simulator ist hier so viel Spielinhalt. Also das ist Wahnsinn. Ich hab das Gefühl, irgendwann bist du bei so vielen Angestellten, wenn man das nachher die Firma weiter ausbaut, mehr Garagen, mehr LKWs, mehr eigene Angestellte und immer weiterkommt,
So ist immer der Eindruck bei mir, bei meinem anderen Spielstand, dann ändert sich das irgendwann vom LKW-Fahrer oder LKW-Fahrsimulator in Speditionsmanager-Spiel. Wobei man halt immer die Option hat, man kann selber halt noch fahren und kann halt ganz normal weiterarbeiten. Aber man muss ja auch nicht immer die Firma bis ins Äußerste treiben, profitorientiert spielen, sondern einfach nur spielen, wenn man Spaß an Spielen und Fahren hat. Die Möglichkeit bleibt einem zum Glück offen. Da es ja keine Spielstory gibt oder so, kann man dann Gott sei Dank machen, wie man Bock hat. Gerade das macht halt auch so viel Spaß, wenn man an nicht gebunden und gezwungen ist, sondern so machen kann, wie man das will und wie man gerade Lust drauf hat. Und wir fahren hier auf jeden Fall ab. Wir sind gleich da. Hier, das meinte ich mit die Luftdruckgeräusche von der Bremse. Wenn ich die Bremse wieder loslasse, das die Pfeife. Finde ich gut. Manche Autos haben das nicht, manche haben das wieder drin und bei dem gefällt mir das. Das ist so weit mit der Bremse gespielt hier, dass wir hier wieder rumkrauchen mit 30. Jetzt ist hier wieder richtig was los hinter uns. Oh ja, uah. Okay, wir sind hier das totale Verkehrshindernis. Hier sind eh nur 50, von daher. So, hier zum Beispiel jetzt links ein Opel. Also, markentechnisch verdammt gut aufgestellt, das Spiel. Gut, sind halt die keine originalen Markenembleme an den Autos dran, sondern nur die Modelltexturen ringsrum. Aber wer so ein Auto kennt, der weiß, was das sein soll. Hier, Skoda, VW, BMW, 3C Passat, ist alles da. 3C Passat, besser gesagt. So, dann nehmen wir links rum. Gut, Gabelstapler an der Rampe. Manchmal frage ich mich, okay. Ich guck gerade, also Folgenlänge, nicht voll klar. Hier bei knapp 23 Minuten. Denk mal, das ist in Ordnung. Die Stunde gestern war schon echt lang. Ich habe gemerkt beim Hochladen. Das hat ja Stunden gedauert. Also kannst du ruhig die aufgenommene Zeit mal 4 oder mal 3 rechnen. Also ganz bequem. Wenn man das nicht vorher bearbeitet, sondern so wie die Videodatei ist, dann hier unbeschnitten ist. Einfach bei YouTube einfügt, hochlädt. Dann klambustern die da wohl jeden einzelnen Pixel auseinander. Dann schon ein Weilchen gedauert. Da hatte ich genug Zeit, nebenbei im anderen Spielstand mit dem LKW hier rumzuprobieren. Ja, komm, lenk mal noch was. Also rückwärts fahren ist jetzt nicht so seine Stärke. Also ich weiß nicht, schnell rückwärts fahren. Hat manchmal auch Vorteile, gerade beim direkteren Rangieren. Hat man mehr Zeit zum Gegensteuern und Lenken. So, ich hänge das Ding hier ab. Motor aus und damit sind wir dann für heute so durch. Mal gucken. Level up, hoffe ich. Oh, ganz knapp nicht. Aber 5600, so viel hatten wir gerade ungefähr noch. Also haben wir unser Budget fast wieder drin, was wir zum Anfang hatten, wo wir den Motor getauscht haben. Als kleiner Puffer, okay. Für die erste Tour in Ordnung, möchte ich sagen. Ich mag das Ding, den LKW hier. Wenn wir noch ein paar Runden mitfahren, ein bisschen was dran verändern. In der Hoffnung, damit Geld drin kommt, dann würde ich als erstes als Ziel setzen, den Kredit zurückzuzahlen. Und dann nur mal gucken, vielleicht für einen neuen LKW schon sparen. Nebenbei werden wir automatisch hochleveln und hier und da ein paar Sachen verändern. Ja, schauen wir mal. Denn würde ich sagen, wartet für heute gewesen. Wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!